Jo, und damit ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge des Tutorials von Transportfieber. Nachdem wir letztes Mal das Overlay uns ein bisschen angeschaut haben, starten wir heute in das freie Spiel. So, wie gesagt, einfach anwenden. Ich nehme jetzt einfach mal zum Demonstrieren eine kleine Karte 1:1. Ja, wir nehmen mal Mittel und Einfach. Startjahr 1990 ist auch okay. Wie gesagt, da könnt ihr auswählen, was ihr wollt. Hier könnt ihr auch reinschreiben, was ihr wollt. So. Und dann einfach auf Starten klicken. Falls ihr Mods reingeladen habt in die Map, dauert es ein bisschen, denn die Map, die Mods müssen geladen werden. Genauso wie wenn ihr eine große Map startet. Nicht wundern, es dauert ein bisschen. Ist aber auch klar, es muss erstmal alles, die Städte müssen generiert werden, wie es auch unten steht. Die ganzen Industrien müssen erstellt werden. Und des Weiteren, ja, die ganzen Straßen, alles Mögliche. So, dann gibt es einen kurzen Blackscreen, bevor wir dann in der Map sind. Wunderbar. Und wir haben einen See. So, erster Tipp von mir, falls ihr die Map geladen habt, einmal komplett rauszoomen und einmal kurz herumschwenken, falls ihr eine große Map habt. Das vermindert Lags, ja. So, dann gucke ich immer erst, jetzt ist natürlich bloß eine kleine Karte, aber wenn ihr zum Beispiel eine größere habt, suche ich mir eigentlich immer die zentralste Stadt aus. Das heißt, die Stadt, die eigentlich immer in der Mitte liegt. Und ja gut, das wäre jetzt, ich würde jetzt hier einfach mal sagen, das wäre in diesem Fall hier, wie heißt die? Spechtsbrunn, genau. Und würde mit der anfangen. Denn ich baue zumindest immer so, also nochmal kurz gesagt, alle Tipps, die ich euch gebe, sind meine Erfahrungen, ja, und wie ich bauen würde. Ja, jeder baut natürlich anders, aber es hilft jedem, hier zumindest diese Darlehen wegzubekommen und auch sehr schnell ins Plus zu kommen. So, also, erster Tipp von mir, die zentralste Map raussuchen. Die zentralste Stadt. Das wäre bei uns jetzt zum Beispiel Spechtsbrunn. So. Dann schaue ich mich um, in welche Richtungen möchte ich denn später meine Schienen legen. Das heißt, es wäre einmal hierhin, es wäre einmal dahin, hierhin könnten wir vielleicht irgendeine kleinere Strecke machen und es wäre auf jeden Fall dann hier nach Oberammergau. Das heißt, für mich die erste Entscheidung, ich schalte hier die Landnutzung ein. Und sehe, okay, hier das Wohngebiet. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann könnten wir hier über das Schienentool den Bahnhof auswählen. Da wir schon im Jahr 1990 sind, beachtet das bitte, haben wir 30 Millionen Stadtgeld. Wenn wir früher starten, haben wir deutlich weniger, weil dort die Züge auch weniger kosten. Finde ich aber ein cooles Feature, dass sie im späteren Jahr uns mehr Geld zur Verfügung geben. Auch hier wichtig, falls ihr 1850 startet, ihr habt sehr lange Dampfloks und wer aber eher gern in die Moderne reinspielen möchte, empfehle ich deutlich das Startjahr 1990. Ja, da haben wir auch hier schon den modernen Bahnhof. Würden wir auch gleich bauen und dann sind wir hier rechts das Bahnhofsmenü. So. Number of Tracks, es ist noch nicht komplett ins Deutsche übersetzt worden, wird aber noch kommen, habe ich gehört. So, Number of Tracks sind einfach die Anzahl der Bahnsteige. So, das Maximale ist in diesem Fall 8 und das Minimalste wären ein Bahnsteig natürlich. Dann könnten wir hier natürlich die Plattformlänge einstellen, zum Beispiel für einen kleineren regionalen Bahnhof, zum Beispiel hier hinten würde ich zum Beispiel nur 80 Meter machen, aber für den Anfang ist auch wichtig, nicht gleich auf 320 Meter bauen. Für den Anfang reichen uns 160 Meter Bahnhöfe. Ja, und am Anfang reichen uns auch 2 Bahnsteige. So, das andere können wir mal alles ausmachen. Highspeed brauchen wir noch nicht. Elektrifizierung können wir mal anlassen. Und was ich machen würde, ich würde am Anfang nicht so viel Gebäude abreißen. Ich würde mir einfach mal eine freie Fläche in der Nähe des Wohngebietes suchen, das wäre jetzt in unserem Fall etwa hier und würde den dann einfach mal platzieren. So, und das sehe ich schon mal, dass die Straße wäre uns im Weg, also kommt die schon mal weg.
So. Jetzt schaue ich, welche Stadt wäre am nächsten. Die näheste Stadt wäre hier Molsberg. Das heißt, wir müssten hier eine Strecke bauen. Ihr könnt selbstverständlich auch mit den Gütern anfangen, ist aber für den Anfang eher unwirtschaftlich. Ich würde persönlich euch raten, als zweiten Tipp, fangt immer mit einer Personenzuglinie an. Ihr könnt natürlich auch mit Bussen anfangen, aber ich empfehle euch, wenn ihr später startet, auf jeden Fall mit einer Zuglinie zu starten. Mit einer Personenzuglinie. Tipp Nummer 2 von mir. So, wir sehen hier auch, das Wohngebiet ist dann eher hier vorne. Und dann könnte ich ja sagen, da das ja hier Ende der Map ist, könnten wir hier einen Kopfbahnhof hinbauen. Natürlich auch mit 2 Schienen, 160 Metern, reicht für den Anfang. Müsst aber bedenken, ein bisschen Platz zu lassen. So, und immer gucken, in welche Richtung wollen wir denn hin. Also, wir wollen in diese Richtung etwa. Wenn da mal ein Haus abgerissen wird, kein Problem. So, wunderbar. Dann haben wir schon das Gröbste geschafft. Wichtig ist, wenn ihr anfangs am Bauen seid, Tipp Nummer 3, schaltet auf Pause. Ja, ihr bekommt jährlich hier Zinsen für diese 30 Millionen Darlehen, die ihr genommen habt. Macht einfach Pause, solange ihr baut. Solange ihr noch im Darlehen seid. Und für den Anfang würde ich euch natürlich empfehlen, die normalen Gleise zu verwenden. Und hier gibt es dann auch wieder 2 unterschiedliche Sachen. Startet ihr zum Beispiel früher im Jahr, ich sag mal bis 1900, dann würde hier eine eingleisige Trasse reichen. Denn mit den Dampfloks, da schafft man anfangs nicht mehr und bis die Passagiere kommen, kann man dann nachträglich noch alles ausbauen. Da wir aber im Jahr 1990 schon sind, kann man die ganze Strecke schon mal 2-spurig bauen, ohne Probleme. Deshalb sind die Tipps ein bisschen davon abhängig, in welchem Jahr ihr startet. So, also man kann hier einfach anlegen, in die Nähe des Gleises kommen, so, dann rastet das ein und dann Mauszeiger gedrückt halten, die linke Maustaste, und dann könnt ihr hinziehen, wo ihr wollt. So, wir sehen hier, ein kleiner Tipp für die Leute, die ja zum Beispiel sowas nicht mögen, hier so eine Aufschüttung. Es gibt hier unten rechts eine schöne Option, da kann man die Höhenlinien einzeichnen. Und wie wir sehen, es geht hier ein bisschen runter. Da würde ich persönlich, denn ich hasse solche Aufschüttungen, würde ich persönlich ein kurzes Gleisstück hier machen. So, dass es noch schön eben ist. Und falls ihr dann doch nochmal manuell etwas ändern möchtet, zum Beispiel, ich sage jetzt mal hier, oder gerade so, dann könnt ihr hier oben über den Pfeil, wenn dann nur der Pfeil ist, ist es eine automatische Angleichung. Das heißt, das Gleis passt sich einfach dem Gelände an. Man kann das Ganze aber auch anklicken, den Pfeil. Dann erscheinen hier 2 weitere Pfeile. Dann können wir hier selber einstellen, möchten wir ebenerdig haben, möchten wir 1 hoch oder 2 hoch. Und das gleiche geht natürlich auch mit runter. Das ist das Maximale. Ja, der Zug kann natürlich nur eine maximale Steigung fahren. Nicht so wie manche denken, dass der jetzt hier einfach mal hier geradeaus hochfahren würde. Geht natürlich nicht, ist viel zu steil für einen Zug. Bedenkt das. So, also würde ich hier die Strecke mal weiterbauen. Was ich auch beachten würde für den Anfang, ihr seht hier die Geschwindigkeiten der Gleise. Je nach Radien sehen wir hier, wenn der Radius zu klein wird, wird natürlich auch die Geschwindigkeit geringer. Und desto länger braucht natürlich auch euer Zug in die nächste Stadt. Deshalb immer darauf achten, dass wir immer ziemlich bei den 120 sind. Ja. Wer früher startet, kann natürlich die Elektrifizierung auslassen. Und bei den Dampfloks, die fahren eh noch nicht so schnell, da kann man ruhig mal einen 60er oder einen 50er Bogen machen. Aber nicht vergessen, wir sind in der Moderne. Da baut man dann eher schon auf Geschwindigkeit. Ja. Was ich auch noch nicht für den Anfang empfehlen würde, wären die Hochgeschwindigkeitsgleise. Ja, wie man sieht, es würde sich ändern von 61 auf 71 und die könnten maximal 300. Brauchen wir für den Anfang überhaupt nicht, erreichen uns die 120. So. Wir könnten jetzt natürlich hier sagen, Tunnel bauen. Warum auch nicht? Sieht schön aus. Ja. Wir haben am Anfang das Geld. Der Staat hat uns 30 Millionen gegeben. Auch hier wieder einfach das Parallelgleis nehmen. Man könnte das auch hier separat ziehen oder in der Nähe des anderen Gleises legen. Und zack, sind die parallel.
Das heißt, hier gibt es auch einen gemeinsamen Tunnel, alles mögliche. Die Oberleitungen passen sich an, die sind immer gegenüber, finde ich schön. Auch hier wichtig, falls ihr euch wundert, warum kann ich denn hier nicht bauen? Ja, es ist doch nichts im Weg. Beachtet die Größe der Industrien. Die Industrien bauen sich nach einer Zeit aus, wenn die hier genügen, wenn die ihre Obergrenze erweitern, bauen die sich aus. Das seht ihr auch hier, wenn ihr drüber geht, aha, der Bereich geht bis hier, ja, und nicht bis hier. Deshalb kann man hier nicht bauen. Der Platz ist vorreserviert, dass man da nichts bauen kann. Ich würde auch empfehlen, mindestens mal eine Gleislänge oder einen Gleisabstand zu halten. Denn das ist auch immer nicht so genau, wie man hier sieht. Man würde hier jetzt hier ein bisschen in die Spitze reinkommen. Hier oben. Und dann würde der Zaun schweben. Also immer ein bisschen Abstand halten. Also das ich würde es mal sagen, so. Wo müssen wir denn hin? Da nach hinten. Dann könnten wir hier natürlich noch so einen schönen Bogen machen. Schön an den Bergen entlang. Ja. Wer natürlich will, könnt ihr einfach sagen, ich ziehe jetzt hier einen Tunnel durch den Berg. Aber für den Anfang, wir sehen hier, das kostet fast 2 Millionen. Und wenn wir hier außen rumlegen würden, würde der Gleisabschnitt gerade mal 20.000 kosten. Ja, kann man später gerne machen, wenn man vom Darlehen runter ist. Aber unser erstes Ziel ist es natürlich, das Darlehen wegzubekommen. Das sollte das Ziel von jedem sein am Anfang. Einfach die Strecke immer schön. Man kann natürlich auch immer erst ein Gleis ziehen und dann das zweite holen. Aber ich persönlich ziehe immer eins und nehme das zweite dann mit. So, dann nehmen wir hier den Hügel mit. Wer will, kann noch kerzengerade Strecken machen. Wer's mag, kein Problem. Es hindert ja niemand daran. Ja, aber ich möchte natürlich hier ein bisschen den Berg ausweichen, um auch Geld zu sparen. So. Und, um es euch gleich zu zeigen, möchte ich gleich mal zwei Züge darauf schicken. So, die meisten sagen ja jetzt, okay, ich habe ja die beiden Bahnhöfe angeschlossen und kann dann hier über die Linienmanager eine neue Linie erstellen. Links oben. Und wenn hier dieses Feld Haltestelle hinzufügen eingegraut ist, dann kann man Haltestellen hinzufügen, wie man hier sieht. Ja? Es geht aber natürlich nicht, weil der Zug natürlich nicht von hier nach hier fahren kann. So. Das heißt, man könnte hier auch wieder einzeln anwählen und hier über Entfernen kann man das natürlich wieder entfernen. Ganz logisch. Man kann natürlich hier die Funktion auch ausstellen, indem man hier einfach draufklickt. Dann sieht man die Auswahl des Bahnhofes. Aber das Wichtige ist ja, dass wir unsere Linie haben wollen. So, also wir wollen von hier zu diesem Bahnhof. Und wie wir sehen, okay, der Zug benutzt ja bloß ein Gleis. Und wer sich da schon die Hand an den Kopf schlägt, ist ja logisch, wir haben ja keine Weichen eingebaut. Das ist alles möglich hier. Wir können hier mit ein bisschen Abstand vom Bahnhof, von diesem Gleis angefangen, einfach hier rüberziehen. Ich würde auch wieder ein bisschen die Geschwindigkeit beachten. So in einem Hauptbahnhofsbereich baue ich meine Weichen generell mit 60, wie man hier sieht, 60. Das ist egal, weil der Zug hier rüber fährt, 60 und dann ein bisschen beschleunigt auf 64, das ist okay. Und ja gut, können wir auch mal machen. So, und das würde eigentlich schon reichen, aber für den Fall der Fälle, dass hier mal zwei Linien drauf fahren, mache ich persönlich immer eine X-Weiche. So, man sieht ja hier, die Weiche fängt hier an diesem Oberleitungsmasten an. Das heißt, ich fange auch hier auf der Seite wieder an und könnte das dann hier rüberziehen, zu einer X-Weiche. Ab und zu kann hier die Meldung kommen, Steigung zu groß oder Bau nicht möglich, dann müsst ihr noch ein bisschen weiterziehen. Ja. Aber dann haben wir hier eine schöne X-Weiche drin, wie wir hier sehen. Und das Ganze müssen wir natürlich auf der anderen Seite auch machen, dass der Zug die Gleise wechseln kann. Also auch wieder mit ein bisschen Abstand vom Bahnhof eine Weiche ziehen mit etwa 60. So. Gut. Und falls ihr euch fragt, der Zug benutzt immer noch ein Gleis. Das ist richtig. Denn ohne Signale läuft hier gar nichts. Das haben wir im Schienenmenü hier unter Signale.
So, mein Tipp für die Signalsetzung. An jedem Bahnhofsausgang ein Signal. Auch wenn man es später nicht mehr braucht. Ja, damit fange ich immer an. Immer am Bahnhofsausgang an jedem Gleis ein Signal setzen. Auch wenn es sein Leben lang auf Rot steht. So. Dann das nächste. Vor der X-Weiche als Einfahrt ein Einfahrtssignal machen. Ebenso auf der anderen Seite. So, und dann werden wir gleich sehen. Okay. Die Linie merkt. Es ist ein Parallel. Es ist eine. Wie soll ich sagen? Es ist jetzt möglich, dem anderen Zug, der ja auf dem Gleis fährt, auszuweichen. Denn mit der Signalsetzung ist ja das möglich. Könnte man jetzt so lassen. Jedoch wird sicherlich mal der ein oder andere Zug ein bisschen länger brauchen zum Beladen. Deshalb empfehle ich auch immer, ein paar Signale auf den Strecken zu machen. Am Anfang müssen es natürlich nicht so viele sein. Jetzt auf der Strecke würde ich jetzt vielleicht mal 3 hinsetzen. Hier auch immer wichtig, auf beiden Seiten. So, das reicht für den Anfang. Und die Linie könnt ihr benennen, wie ihr wollt. Also ich nenne sie immer Zug für einen Personenzug. Und dann sage ich zum Beispiel Spechtsbrunn. Molsberg. So, gut. Dann bräuchten wir ja bloß noch. Moment, ich kann dir noch schnell was zeigen. Falls ihr dann so einen großen Bahnhof habt und hier ihr seht ja gerade, der Zug würde hier einfahren, würde an diesem Bahnsteig halten. Wollt ihr aber nicht. Ihr wollt es an diesem Bahnsteig. Ganz einfach. Wir haben ja ausgewählt hier als erstes. Also wählen wir 1 an. Klicken Haltestelle hinzufügen und könnten dann hier das Signal als Hilfspunkt nehmen, dann würde, wie man sieht, der Zug jetzt hier rüberfahren, denn er soll als erstes hier am Bahnhof halten und dann über dieses Signal fahren. Das haben wir ihm gerade gesagt. Deshalb die einzigste Möglichkeit für ihn ist er dann an diesem Gleis, weil an diesem Gleis kann man ja nicht über dieses Signal fahren. Sondern da wäre ja dann dieses Signal drin. So, auf der anderen Seite können wir das genauso machen. Wenn wir hier sehen, wir würden jetzt links halten, wollen wir aber zum Beispiel nicht. Wir wollen zum Beispiel an dem rechten halten, ganz einfach das Signal hinzufügen. Und dann springt die Linie auch schon rüber. Gut. Dann könnten wir ein Depot setzen. Das findet man auch wieder hier unter Schiene und dann hier bei Depots. Das könnten wir dann zum Beispiel hier hin platzieren. Ja. Immer in einem guten Winkel zu den Gleisen. Ich sag mal so. Und das müssen wir dann natürlich auch wieder verbinden. Einfach vom Anfang hier reinziehen. Geht nicht, Steigung zu groß. Oh ja, ich sehe es gerade. Das heißt, man könnte hier jetzt sagen, man könnte das Geländetool benutzen. Und könnte hier jetzt ein bisschen runtergehen. Noch ein bisschen einebnen. Na, ja, noch ein bisschen mehr. So. Dann auch wieder das Depot hinsetzen. Dann ist es natürlich ein bisschen tiefer. Dann ist unsere Steigung nicht mehr so groß. Und dann sehen wir, aha, es funktioniert. Wunderbar. So wollen wir es haben. Dann können wir auch ganz einfach hier in das Depotmenü reingehen. Und sehen hier rechts unten Züge kaufen. So. Das ist das Kaufmenü. Da könnt ihr hier sehen, es ist unterteilt zwischen alle Lokomotiven, Wagen und Triebwagen. Wenn ihr hier auf die Punkt klickt, gibt es hier nochmal eine extra Unterteilung zwischen Lokomotiven, Dampf, Elektrisch, Diesel. Dann gibt es Passagier- und Güterwagen und bei den Triebwagen auch so Elektrisch und Diesel. Das heißt, man könnte jetzt hier zum Beispiel auf Lokomotiven drücken, hätte trotzdem alle oder man kann es natürlich auch hier unterteilen. Da wir im Jahr 1990 sind, haben wir logischerweise keine Dampfloks mehr. Dafür haben wir aber ein paar elektrische, wie wir hier sehen. Zum Beispiel die Reihe 1042 oder die BR103. Oder hier bei den Dieselloks hätten wir zum Beispiel die BR218. Ja. Zudem würde ich euch empfehlen, am Anfang hier drauf zu achten. Einmal, wie viel sie kostet und hier die Betriebskosten. Das wären jetzt für diese Lok knapp 1 Million und bei 3400 PS. Oh, gehen wir mal zum Beispiel zu den elektrischen.
Da hat die billigste, das wäre diese hier, 800.000, hat aber auch plus 2.500 PS. Also, ja, 2.600. Im Gegensatz zu der BR103, die ja 8.000 PS hat, hat aber Betriebskosten von knapp 6,7 Millionen pro Jahr, aber kostet auch 16 Millionen. Deshalb empfehle ich euch anfangs, wenn ihr spät startet, ihr nehmt die BR108, die ist ziemlich ausgeglichen, kostet auch nicht arg viel. Und man kann hier noch die Farbe auswählen, die man möchte, also zum Beispiel gelb. Man möchte zum Beispiel jetzt die Lok gelb haben, kann man kaufen. Ja, findet sich hier das Fenster, das schließe ich aber immer mittlerweile. Und dann seht ihr hier die Lok, ja. Und die Gesamtlänge des Zuges. Das heißt, wir können hier noch ein paar Passagierwägen dran setzen. Hier ist auch am Anfang eher wichtig, dass man auf geringe Kosten geht und eher nicht auf die Geschwindigkeit. Deshalb würden die hier für den Anfang komplett reichen. Dann könnte man hier zum Beispiel sagen, ich möchte blaue Waggons haben. Dann könnt ihr dann mal 3 Stück kaufen. Dann sehen wir hier die Gesamtlänge 78 Meter. Passt in unseren 160 Meter Bahnhof rein. Können wir das hier schließen und könnten dann hier sagen, wenn wir zum Beispiel hier mehrere Züge hätten, man kann hier klonen, Fahrzeuge klonen, dann klont man das Fahrzeug, was hier drin ist. Man kann das natürlich auch wieder verkaufen. Und man kann hier, wenn man mehrere hat, kann man hier sagen, über das hier unten, Linie zuweisen, das gilt dann für alle. Ja, oder man kann hier über dieses Symbol den Fahrzeugen einzelne Linien zusprechen. Aber da wir erstens mal nur einen Zug brauchen, können wir auch mit dem anfangen. So. Wie gesagt, ganz wichtig ist die Signalsetzung bei Train Fever. Das ist total wichtig. Wenn ihr diese Strecke eingleisig macht, baut Signale nur am Bahnhof. Ja. Und falls ihr dann später 2 Züge verwendet auf dieser Strecke, ihr braucht die nicht gleich zweispurig ausbauen, sondern ihr sucht euch etwa die Mitte. Ja, das wäre bei mir hier. Jetzt stellt euch mal vor, das wäre bloß ein Gleis. Also das wäre jetzt hier nur das untere Gleis. Dann macht man hier eine kleine Ausweichstrecke. So. Setzt dann hier ein Signal und setzt hier ein Signal. Ja, oder wer aus der Schweiz kommt, setzt es andersrum, aber in Deutschland ist ja Rechtsverkehr. Dann würde die Linie sozusagen hier ankommen, würde dann warten auf den Gegenzug und würde dann weiterfahren. Wie gesagt, vorstellen, nur das rechte Gleis wäre zum Beispiel einspurig. Ja. Eine kleine Ausweichstelle in der Mitte, dann kann man 2 Züge ohne Probleme draufsetzen. Aber hier auch wiederum wichtig die Signale. Ihr braucht die Signale nicht zuordnen, die Linie sucht sich das automatisch und weiß, okay, wegen den 2 Signalen ist hier eine Ausweichmöglichkeit. Ja, die Linie hat sich wahrscheinlich sogar den Weg gesucht, weil, keine Ahnung. Ja. Dann kann man hier die Lok angucken. Wie gesagt, wir haben ja eine gelbe Lok ausgewählt mit blauen Wägen. Man kann das natürlich auch wieder alles rückgängig setzen über dieses X, dann ist alles wieder normal. Und hier in den Übersichten kann man hier einmal eine Mitfahrt machen. Ja, kann man sich hier schön umgucken. Auf der kompletten Strecke kann man dem Zug hier eine andere Linie zuweisen. Hätten wir zum Beispiel eine, man kann es ins Depot schicken. Da würde aber jetzt in diesem Fall kommen kein Weg. Denn der Weg von hier zum Depot ist nicht möglich. Der nimmt nur den direkten Weg an. Und nicht über ein Wenden im Bahnhof. Das nimmt er nicht an. Ja, man könnte auch hier nochmal separat sagen, wenden. Dann wendet er einfach auf der Stelle. Und man kann hier links unten eine Mitfahrt machen. Finde ich ziemlich cool. Sieht richtig cool aus, auch in einer großen, ausgebauten Stadt. Könnte man ein bisschen ausprobieren. Ja, aber das wäre auf jeden Fall meine erste Strecke, die ich hier anfangen würde. So, wie wir sehen, okay, da habe ich noch einen kleinen Fehler, wichtig natürlich, das Gelb ist Industrie, die braucht kein Bahnhof, sondern wir müssen hier noch eine Straße ins Wohngebiet ziehen.
So, denn dann sehen wir, wir erreichen hier ein paar Häuschen und dann laufen die Leute auch zu Fuß hier zum Bahnhof und wollen dann zum Beispiel hier in den Nachbarort hin. Ja, da erreichen sie zumindest ein paar Geschäfte. Hier hinten noch ein paar Wohnhäuser. Das ist schon mal gut. Da kriegen wir dann nach einer Zeit Passagiere drauf. Und so würde ich persönlich anfangen. Immer mit der ersten Personenlinie vom zentralen Bahnhof zum nächstgelegenen, zur nächstgelegenen Ortschaft. Ja gut, es wäre in dem Fall eher hier gewesen. Aber wie wir sehen, das sind einige Berge und Hügelchen im Weg. Und ja, das war jetzt ein bisschen längeres Tutorial. Ich hoffe trotzdem, es hat euch geholfen. Falls ihr irgendwie noch Fragen habt zu Signalsetzungen und des Weiteren, dann einfach in die Kommentare unten schreiben oder im Forum. Ich antworte immer darauf und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.